ist ein bisschen dunkel, weil die Sonne so schräg von da kommt. Genau andersrum wäre vielleicht besser. Ich nehme auch hier unser Stativ mit. Läuft? Ja, guten Morgen. Blinkt es. Danke. Ist doch früh. Ja. Guten Morgen. Wir haben... Muss ausstehen. Guten Morgen, Herr Juge. Da ist der Kopf aus dem Bild. Achso. Also, was haben wir vor, Simon? Aufräumen. Aufräumen. Hier sieht es doch nicht aus wie Sau. Lass uns aber renovieren nennen, das Video. Oder ja, so. Wir renovieren. Also aufräumen guckt sich keiner an, aber wir renovieren. Ja, unsere Muckibude. Ja, also, wir haben ja das Glück, wir verfügen, wir haben Fitnessgeräte gesammelt. Genau. Wir sammeln alles. Also, wenn ihr was übrig habt, irgendwie im Keller wird verstaubt, einfach her damit, wir haben Platz. Ja, und wir haben in den letzten Monaten so hart trainiert. Aber tatsächlich, also... Das klingt jetzt so ironisch, wenn du das so sagst. Wir haben so hart trainiert, dass wir keine Zeit zum Aufräumen haben. Das stimmt auch. Nee, wir müssen das mal ein bisschen... Also, allein, damit ihr Bescheid wisst, was hier so rumliegt. Eine Kuh, ein Ochse. Ja, der ist von der Krippe. Ja, das unterstreicht mein Argument nur so ein bisschen. Also, hier stehen auch Tiere rum. Und alles andere. Ihr seht dann einiges davon. Und wir wollen das ein bisschen schicker machen. Ich mach einfach mal einen Schwenk hier durch den Raum. Mach das mal. Also vor allem war das das erstbeste, was ich hier greifen konnte. Also das war das Nächste, was hier war. Hier ist auch noch der Esel dazu. Ja. Ja, und also so sieht's hier aus. Wir hätten wirklich ein bisschen so voraufräumen können, weil so sieht echt schon scheiße aus. Ja, das meiste lag auf dem Sofa. Wir wollten ja gerade auf dem Sofa eigentlich sitzen. Ja. Das Sofa ist unser wichtigstes Trainingsgerät. Ja. Nein, auf jeden Fall, wir wollen hier ein bisschen aufräumen, ein bisschen schick machen. Ein bisschen die Vogelscheiße hier von den Geräten. Hier, apropos Krippe. Maria und Josef haben sich hinter den Trampolin versteckt und machen Sachen. Das sieht wirklich, wenn das so ist, ne, sieht das echt nicht christlich aus. So, aber da. Ist das Baby auch da? Da ist Baby Jesus. Ich hab wirklich eine komplette Krippe hier. Baby Jesus, hallo. Ja, wollen wir aufräumen? Ja, wir fangen einfach mal an. Irgendwie. Ja, also, das Ding abbauen. Ja, am liebsten würde ich den nicht abbauen, sondern einfach nur rüberstellen. Kannst du noch mal kurz sagen, warum wir hier überhaupt ein Pavillon stehen haben? Der Pavillon steht hier, weil die Vögel sonst auf die Matten scheißen. Aber jetzt scheißen die nicht mehr auf die Matten? Weil wir ein Vogelschutznetz aufgehängt haben. Vogelschutznetz. Ja. Okay, was heißt, also nicht abbauen, aber ja, das kriegst du nicht am Stück rüber. Vier Mann, vier Ecken, ne? Ja, bitte zwei. Eigentlich gerade nur ein Resümee machen. Also wir haben aufgeräumt, haben jetzt hier unsere schwere Gewichte-Ecke, hier unsere Bodygewichte-Ecke. Bodyweight-Ecke, Cardio haben wir ausgelagert, weil Cardio ist für Schwächlinge,
Nee, wir machen das einfach nicht auf diese Fahrräder-Dinger und so. Ja, und einfach viel Platz für Dart. vor allen Dingen viel Platz für Verbesserung im Dart. Willst du noch was sagen, Simon? Ich weiß nicht. Mir hat es die Sprache verschlagen. Komm, ich erfordere dich heraus. Ja, wir spielen jetzt noch eine Runde Dart. Wir haben auch bessere Pfeile. Ich möchte einmal alle drei gleichzeitig werfen. Warte, ich gehe lieber... Ey, das war gar nicht mal so schlecht. Ich bin beeindruckt. Hat funktioniert. Das ist mein Ninja-Move ab jetzt. Drei Pfeile so. Und dann machst du einen auf Wolverine. Oh. 2,37 Meter. Ja gut, der erste war besser. So, komm, wir spielen noch ohne Dart. Ja genau, wir sind fertig hier. Soll ich das Dart noch filmen? Nee, ne? Nee, ach, jeder weiß, wie Dart gespielt wird. Ja gut, das war's für heute. Ciao. Tschö. Fast weitergemacht. Ja, eigentlich können die Kamera auch direkt auf Timelapse stellen, oder? Kann man machen. Simon, wie lange schaffst du das hier? Tage. Tage? Nein, aber... Ich schaffe Jahre. Also nee, Wochen. Nee, aber ich bestimmt 2 Stunden. Und du? Also das heißt, mein längstes ist jetzt über 1 Stunde auf jeden Fall. Das klingt eigentlich nach einer Herausforderung. Ich habe auch einen. Nicht heute. Nicht heute. So hält man sich vom Arbeiten ab. Ja.